Mut ist sein zweiter Vorname. Der Florian Müller ist IT-Network-Ingenieur. Er verbringt beruflich wie auch privat viel Zeit vor dem Computer, aber ist auch super sportlich. Als erstes wollen wir wissen, wo er überhaupt aufgewachsen ist. Ich bin in Horgen, der Mitte vom Zürichsee aufgewachsen. Ich habe auch immer schon eben Sport, Kampfsport und Tai Chi schon in meinen jungen Jahren trainiert. Das hat mich immer fasziniert. Seit ich in der IT arbeite, ist es ein bisschen retour gegangen. Aber ja, man muss sich einfach dazu verpflichten und etwas machen. Und nicht nur von Lumak in der Freizeit. Im Florian sein Training. Früher habe ich jeden Tag trainiert. Und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden mit der Familie. Etwa zweimal in der Woche. Und ja, auch gerade Tai Chi, das kann man gut mal zwischendurch zu Hause in der Stube oder draußen in einem Park machen. Und ja, man muss sich einfach planen und das machen dann. Florian, seine Familie. Meine ganze Familie macht Kampfsport, also sie macht den gleichen Sport wie ich. Und von dem her trainieren wir das auch ständig und Gefahr ist in dem Sinn nicht mehr, weil man ja eben vorbereitet ist auf das, was man macht. Und eben, man kann nicht einfach irgendwie unvorbereitet etwas machen, sondern man hat sie ja wirklich Stunden, Tage, Wochen oder Monate lang geübt und ja, geht dann so an einen Wettkampf. Florian, sein Hobby? Ja, das ist vom Markt her haben wir es noch nicht geschafft, so bekannt zu sein, dass man das kann hauptberuflich machen. Es wird aber ständig mehr zum Glück und wir arbeiten Vollgas daran, dass es ja, immer mehr wird, dass ich dann das auch irgendwann kann vollberuflich machen. So, und jetzt sind ihr dran. Was denkt ihr, macht der Florian Mutigs? Da sind drei Behauptungen. Behauptung 1. Der Florian ist angestellter legaler Hacker bei einer Sicherheitsfirma. Behauptung 2. Der Florian ist Stuntman für Film und Fernsehen. Behauptung 3. Der Florian ist Personal Trainer für Straftäter. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden. 1, 2 oder 3. Welche Behauptung stimmt? Händers?